Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Lostberg Map. Zusammen mit dem Lexi, der Leberwurst und dem Palu. Moin. Guten Tag. So langsam läuft's. Also ich fühle mich echt wohl im Big X, muss ich sagen. Hätte ich Bock, so ein Ding hier mal auf dem Spielstand meinen eigenen nennen zu können und nicht nur gemietet. Ach ja, das ist ja gemietet, stimmt. Ja, vielleicht verkaufe ich den so um 2 vor voll. Also 2 vor 12. Und dann machen wir, wenn wir bis dahin nicht alles haben, die restlichen Bahnen mit unserem kleinen Häcksler. Wir haben ja einen 2-Meter-Häcksler. Haben wir überhaupt, wenn noch ein Feld? Ja, die 21 noch. Wie viel haben wir denn da oben im Silo? Ist da schon ein bisschen was drin oder ist das noch gehende Leere? Da ist schon was drin. Ja, noch nicht genau drauf geachtet. Ich habe voll Bock, mit dem Optum ein bisschen zu verdichten nachher. Willst du das machen? Weiß man nicht, hat sich jetzt gemacht, dann fertig mit Quatsch. Kannst ja ein bisschen was überlassen zum Verdichten. Jo, ein Schild müsste da irgendwo auch rumstehen. Das steht hier oben direkt. 140 Kubik sind drin. Ja, guck mal, da kommen wir doch bestimmt auf 200 Kubik oder so, wenn wir ganz fertig sind. Okay. Da haben wir erstmal für die Kühe einiges. Und dann machen wir ja gerade noch Grasballen, jetzt noch ein paar Strohballen. Mit Feld 40 warst du fertig, Palo? Ich habe Feld 40 und Feld 26 fertig. Aber mit Schraublage 40, ne? Ja. Dann könntest du, wenn du Langeweile hast, da gleich mal pressen. Die Presse müsste unterm Hof stehen. Da kann ich auch machen. Dann geht da auch mal wieder was voran. Ist schön, hier mal wirklich die Map ein bisschen in Betrieb zu sehen. Gefühlt war ich bis jetzt auf dieser Map nur irgendwas vorbereiten. Ja. Dann 3 Folgen aufgenommen und dann gingen die Probleme los ungefähr. Wobei, da habe ich auch lange rumgemacht, wie das Update rausgekommen ist. Ja, aber diese Update-Probleme hatten wohl viele. Ja, ich habe es halt mehr gepusht. Ich habe einfach die Dateien dann rüber kopiert. Das habe ich ja auch gemacht. Und dann war auf einmal das ganze Safe-Game kaputt. Dann war überall nur noch Gras und so. Da hat sich irgendwie, glaube ich, Food Density oder so, heißt die Datei, glaube ich, von diese Wachstumsdatei, ne? Ja, die habe ich nicht mit rüber genommen. Ich habe nur Career. Ja, ich auch nicht. Aber trotzdem hat die sich irgendwie zerlegt, weil irgendwann war einfach überall nur noch Gras. Ich habe jetzt ein Problem, nur wenn ich starte, kann ich nicht mehr automatisch, ist nicht mehr dieses, wenn ich auf alle abwählen klicke, kann ich nicht mehr wieder alle anwählen, muss ich alle einzeln wieder anwählen. Das ist aber bei mir auch so. Ah, gut. Weiß nicht, ob das irgendwann mit einem Update kam oder so. Ne, bei meinem Standardspiel schon geht's auch. Okay. Wenn wir dann nämlich gleich ein paar Strohballen haben, können wir die bei den Kühen reinschmeißen. Boah, wir brauchen noch ein Wasserfass, oder? Die Kühe brauchen ja auch Wasser hier. Ja, sonst produzieren sie gar nicht. Habe ich ehrlich gesagt komplett vergessen. Wir hatten ja auch eins in unserem Besitz. Auf dem alten Spielstand. Ach, und noch was ich vergessen habe. Den Betimax, den Kuhladewagen. Muss ich noch drauf machen, auf den Spielstand. Ja, den brauchst du ja erstmal nicht. Ja. Aber werde ich trotzdem. Ja. Ich hab versucht, so halbwegs den Spielstand nachzumachen. Ich habe ein paar Sachen, ein, zwei Sachen weggelassen. Dafür habe ich ein, zwei andere jetzt geholt. Wir haben zum Beispiel keinen Steyr Terros mehr, sondern jetzt den Case Optum. Ist ja im Endeffekt nur konzerninterner Tausch. Irgendwie fand ich den Case jetzt einfach mal geiler, weil ich habe jetzt monatelang immer den Optum, Terros genommen. Was? Du hast den Steyr die ganze Zeit genommen. Ja, den Terros. Und jetzt auf den Optum. Den T7 werde ich vielleicht irgendwann dann auch nochmal häufiger nehmen, aber irgendwie mag ich den Optum, glaube ich, noch am liebsten. Ja, ich finde irgendwie beim T7, sieht die Front komisch aus. Und irgendwie ist T7 so richtig so, beziehungsweise New Holland T6 und T8 sind halt so richtig LS15 und deshalb wollte ich den nicht. Ich habe auch, glaube ich, keinen Traktor, den es im 17er gab im Moment in Benutzung. Aber es ist echt, wenn ich so überlege, als der 15er kam, habe ich echt noch manchmal LS13 gespielt, die ersten paar Wochen und Monate lang. Aber Ich habe noch kein Mal LS15 gestartet, seitdem ich LS17 habe. Ich auch nicht, ich tue immer die LS17 Mods in den 15er Ordner noch. Ja gut, das stimmt, das erzählst du immer wieder, wenn wir sowas machen. Ja. So, da ist noch jetzt
dann fahren wir gleich hoch zum anderen Feld. Okay. Der Ladewagen ist halt auch geil. Ja. Hat er jetzt eigentlich mittlerweile die Animation? Der wurde ja jetzt, glaube ich, geupdatet, oder? Die Animation? Weil der hatte ja am Anfang keine Auslade-Animation. Ja, hat er, ist aber nur Stroh. Okay. Du hast ja auch noch kein Seemittel drin. Achso, auf dem Spielstab meinst du? Ja, in dem Anhänger ist noch keins drin. Ja, ich habe, glaube ich, generell noch keins besorgt. Ist mir eigentlich auch im Moment nicht so wichtig, weil ich eigentlich ein bisschen mehr auf Ballen gehen wollte. Weil irgendwie so ballenmäßig habe ich richtig Bock drauf. Ich habe auch Bock, Quaderballen zu machen irgendwie. Ja, ich finde den Grundballen ist irgendwie das Handling immer komisch. Ja, Quaderballen haben so ein paar Vorteile. Kannst halt Quaderballen auch mehr. Aber Rundballen hat schon auch was. Ja, deshalb habe ich ja im Moment hier Rundballen. Ich würde aber auf Dauer, wenn ich mir jetzt eine dicke Presse mal irgendwann leisten kann, dann nehme ich eine Quaderballenpresse. Und wenn wir dann wirklich viel Geld haben dabei, dann einfach... Ja, was meine ich hier? Dabei dann einfach ein Tieflader oder irgendwie so eine große Pritsche, weißt du, dass du von hinten einfach draufladen kannst mit einem Frontlader. Dann kriegst du nämlich da auch richtig viele Quaderballen drauf. Vielleicht nimmt man da noch den Stacker oder so dazu. Der Stacker ist vom Handling ganz scheiße, finde ich. Na, ich hatte den damals im LS13 auf Tour warst, da mochte ich den eigentlich, wenn er nicht so verbuggt gewesen wäre. Ja, was nur jetzt ist, der Einzugsbereich ist sehr weit im Gerät und der Bereich, wo es... Also es ist nicht sehr viel Platz für die Ballen, du musst wirklich exakt gerade dran fahren, sonst verkeilen die sich. Okay. So, eine Viertelstunde haben wir den Big X noch, danach wird er uns zu teuer, dann müssen wir den dann verkaufen. Und wenn was überbleiben sollte, nehmen wir dann einfach den 2-Meter-Häcksler. Ja, vielleicht kommen wir ja einmal außen rum, das wäre ganz cool. Ich habe das Gefühl, so schlecht ist der Ertrag gar nicht mehr. Nee, gut. Gut, wir müssen jetzt natürlich alles mal flügen. Also ich werde gleich wahrscheinlich noch 2 Flüge kaufen. Und pleugen. Ja. Und dann geht mal richtig Pleuge-Session hier. Vielleicht mache ich demnächst dann auch noch einen Pleuge-Stream. Wo ich dann einfach mal einen Abend 2 Stunden lang alle Felder pleuge oder so. Damit wir das im Let's Play nicht über Wochen machen. Hier war es wäre glaube ich sinnvoller, wenn du mir normal hinterherfahren würdest und nicht rückwärts. Ja. Merkst du selbst. Ist in der Regel wieso einfacher. Was machst du jetzt? Die Rückfahreinrichtung wieder raus. Deswegen bin ich gerade so komisch gefahren. Ich dachte, du wärst normal rückwärts gefahren, nicht mit Rückfahreinrichtung. Ja, bin ich ja die ganze Zeit. Ich wollte jetzt gerade für hier zum Drehen reinmachen. Und dann habe ich gemerkt, dass es ganz schön ungewohnt ist. Ich bin schon lange nicht mehr mit Rückfahreinrichtung gefahren. Was auch geil. Also vor allem beim Lageschieben. Ja, das ist so eine Sache, wo es ganz cool ist. Beim Man kommt auf den Traktor an. Ja, beim Man, okay, einem 900er oder so mit Rückfahreinrichtung und dann der Butterfly-Kombi wäre schon sehr sexy. Ja. Nur aber ich hänge zum Beispiel nie die Leni Schneider zusammen. Die gehen doch auch gar nicht, oder? Ich glaube nur die Pötthänger. Das geht oder? Nur die Dings. Ja, die du halt zusammenhängen kannst. Oh, Lexi Pöttinger. Hat den Server verlassen. Das ist nicht gut, weil ich bin gleich voll. Lexi! Sag mir bitte, dass du noch lebst. 99. Dann dort. Ich fahr mal eben ab. Jo. Was seid ihr denn? Da drüben. 21. Wenn du da bist, sag mir Bescheid. Oder ist nicht so weit? Bin schon da. Achso, okay. G32 muss ja noch gespadet werden. Ja, das ist nicht. Der coolste Anhänger der Fortuna. Ja, dafür, dass der aus LS13 ist, ne?
Aber den haben halt Fructor gemacht, ne? Beziehungsweise Shader-Tipping da drin. Ja. Das war in Manus 13 also noch richtig scheiße eigentlich. Nee, ich fand das eigentlich ziemlich geil. Also es war nicht so gut wie heute, aber für die damalige Zeit war das Bombe. Es war mega innovativ, aber es sah halt nicht so gut aus. Ja. Ich bin mal gespannt, wann das so richtig kommt. Du hast es ja jetzt auch schon, dass wenn du zur Hälfte nur ablädst und dann wieder zurückkippst, dass du halt siehst, dass abgekippt wurde im Anhänger, ne? Dass das so nach hinten rutscht, bei einer Mulde zum Beispiel, ne? Bei den Abschiebewagen merkt man das ganz krass. Ja, das wäre cool, wenn man das irgendwann so richtig bei allen merkt. Ja, was ich aber auch cool fände, wenn du das noch steuern könntest, das mit dem Rohr zum Beispiel beim Hexen. Ja. Oder dass du den Anhänger auswählen kannst, in welchen du hexen willst. Ja, das meine ich ja. Also einfach das Rohr, dass du halt das Rohr quasi bedienen kannst, mit der Maus oder so zum Beispiel. Ja, aber nur so unterstützend bedienen. Komplett bedienen ist Achtung. Ja, das schon, aber dass du halt vorne und hinten quasi versteuern könntest, das wäre schon mal was. Ich denke, ich fahre sicherheitshalber schon in 10 Minuten los Richtung Händler. Weil das wäre scheiße, wenn uns das einfach 15.000 kostet, weil ich den eine Minute zu spät abgib. Ja, das wäre ärgerlich. Das unten sind ja immer 6 Minuten, ne? Diese 0, irgendwas Stunden. Ja. Was sind, wobei. Eine Zehntelstunde ist ja quasi 6 Minuten. Ja. Und solange der Big X rennt, kriegen wir halt noch so richtig was runter vom Feld. Mit 2 Meter Equipment wird es dann gleich was anderes. Mhm. Ja, dass man zumindest vielleicht das große Stück noch schafft. Jo. Ja, desto mehr wir schaffen, desto besser und gut ist. Oh, so ein MB-Truck hat irgendwie was. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein richtiger Klassiker. Fortuna-Mulde. Oh. Passt auch irgendwie zusammen. Die Fortuna-Mulde ist auch einfach, ist auch so ein Klassiker, ne? Einfach schickes Gespann. Passt gut zusammen. Zwei echte Legenden. Fahren wir nochmal hier lang, genau. Einfach diese Möglichkeit, dass du einen Schlepper nicht mehr so auf eine PS-Zahl reduziert hast, ist hier auf diesem Speicherstand auch mal wieder geil. Dass du halt so einen MB-Truck auch so motorisieren kannst, dass du damit richtig ordentlich abfahren kannst, ne? Ja. Vor allem, das ist auch eigentlich, du kannst halt erstmal den in der niedrigeren Ausführung kaufen, wenn du kein Geld hast. Und den dann gerade ummotorisieren. Ja, vor allem bist du halt nicht immer darauf angewiesen, dass du, wenn du jetzt einen Traktor hast, der dir quasi gefällt. Ich persönlich finde zum Beispiel den Steyr ganz geil. Terrors? Der gefällt mir einfach. Und du kannst halt einfach ein bisschen aufmotorisieren, kannst halt länger behalten. Ja. Ja, der Terrors ist auch geil. Es gibt auch irgendwo den Profi als Mod, also den zwischen dem kleinen und dem großen Steyr, ne? Also er hat dann irgendwie zwischen... Der Profi? Nee, der kleine ist der Multi. Ah, stimmt. Der Profi ist der mittlere, der hat bis, ich glaube, zwischen 130 und 170 PS oder sowas. So einen finde ich eigentlich auch ganz cool, weil der Terrors, der ist eigentlich schon wieder fast so, der sieht geil aus und alles, aber der ist halt einfach auch schon wieder eine Klasse, aus der man Steyr normalerweise nicht so wirklich kennt, ne? Du bräuchtest eigentlich einen Puma, also du bräuchtest halt einen Profi, das ist ja quasi ein Puma. Ja, ja, obwohl das ist glaube ich eher ein Holland T6. Ja, T6 ist auch Puma von der Größe her. Ja, aber von der Leistung her nicht, der Puma ist ja noch ein bisschen dicker. Den Puma gibt es ja bis 250 PS oder so mit Boost. Ah, und den T6, den hast du normalerweise T6 140, T6 160 oder sowas, ne? Ach, willst du hier wieder hoch? Ja, ich dachte, T6, dann kriegen wir hier noch schnell ein paar Reihen weg. Und Puma bis 225. Einen Puma brauchen wir hier auf Dauer auch auf jeden Fall noch. Finde ich. Ja, wobei du hast halt eigentlich den Nachfolger schon. Der Optum ist ja nicht der Nachfolger. Ja, der größere.
Der Optum ist halt das Zwischending zwischen Magnum und Puma. Ja, ich bin gleich voll. Einen kleinen Puma wäre vielleicht cool und den großen Optum haben wir ja schon. Ja, das wäre was. Und auf jeden Fall möchte ich hier auf diesem Spielstand mal einen 900er Vario haben. 936, denke ich. Kein 939er. Und am besten noch eine Challenger raus, oder? Nee, das glaube ich nicht. Das ist mir hier doch ein bisschen zu groß. Ja, die brauchst du auch eigentlich nicht. An sich brauchst du diese ganzen Großtraktoren auf der Map nicht. Ja. Aber es gibt schon Maps, wo man die braucht. Ich fand zum Beispiel, dass wir hier, wir haben ja die Challenger jetzt angesehen, ne? Balu war ja eh dabei. Das war schon wieder so eine Geschichte, da fand ich die Raupen und so ziemlich geil für. Ja, das sind halt standardgroße Maps, weil das, die ist ja fast die Hälfte nur. Ja, das ist das Einzige, was ich an der Lost Berg nicht so mag. Sie ist halt doch klein. Ja, dafür halt detailreich. Ja, aber und zwar so nicht, richtig was, detailreich, ne? Ich weiß ja nicht, was er noch vorhat. Du hast halt den Vorteil, ich habe mir das auch schon mal überlegt mit meiner Vierfachner zum Beispiel, ob ich jetzt einfach mal sage, ich mache jetzt nur mal die Hälfte oder so, baue da dann quasi eine Mauer rein, dass du halt da nicht hinfahren kannst in den anderen Bereichen, was ich dann das nochmal als Update freischalten lasse. Ja. Wie weit bist du jetzt eigentlich mit deiner Map? Ja, ungefähr ein Drittel ungefähr habe ich jetzt. Also es nimmt schon ein bisschen Form an. Ja, das schon, aber ich habe mich jetzt halt mal auf so die Hälfte ungefähr von der Map, dass ich das mal so fertig kriege. Ah, die Hälfte ist ja bei Vierfach auch schon extrem viel. Das ist ja halt einfach schon doppelt so groß wie die Standardkarte, ne? Das ist abnormal groß. Gibt es eigentlich im Moment schon eine Vierfach-Map? Irgendeine? Ich weiß es nicht. Es gibt die Südthüringen, aber die soll wohl nicht so gut sein. Ich weiß es nicht. Ich habe die noch nie. Ich glaube, Lost Hügelland soll der nächste rauskommen. Das soll rauskommen. Die war halt auch cool. Wobei, bei einer Vierfach ist es natürlich auch so, du machst ja entsprechend größere Felder auch einfach. Weil normalerweise hast du ja auf Feldern so, ich sag mal, zwischen 0,5 und 10 Hektar. Und auf einer Vierfach fängst du ja dann was nicht unter 2-3 Hektar an und gehst dann hoch bis 100 Hektar. Ja. Deshalb musst du halt auch weniger Landschaft ausschmücken ohne Feld, ne? Wobei ich das schon. Wobei du aber trotzdem halt, es ist halt immer das, wenn du es detailliert machen willst, dann braucht das halt einfach seine Zeit. Ja. Wobei ich finde auch, wenn du so kleine Felder hast, das wäre auch ganz cool. Ja, ich habe jetzt bei mir auf der Map, wo ich jetzt halt mache, sind es zwischen 4, ich glaube 4 oder 3,5 bis 4 Hektar, das ist glaube ich das kleinste. Und das größte, was ich jetzt habe, sind 142 Hektar. Boah. Das ist halt mal so ein Feld, wo man sagen kann, dieses Wochenende machen wir das eine Feld. Wir haben bis um 12 den Häcksler, oder? Ja, also ich werde wahrscheinlich um 56, denke ich, fahren. Ja, mach mir den Anhänger noch voll, ich habe 70%. Dürfte sich ja relativ ausgehen. Ja, vielleicht kriegen wir das lange Stück noch weg, das wäre ganz geil. Ja, einmal runter und hoch sollten wir auf jeden Fall noch schaffen. Und dann ist es ja nur noch ein Streifen. Palu, kommst du nochmal zurück? Ja, soll ich nochmal zurückkommen? Ich glaube... Ja, bin doch, eigentlich schon. Wir müssen ja jede Sekunde hier nutzen. Der Einsatz hat uns mal schlanke 35.000 gekostet von dem Häcksler, ne? Für die eine Stunde. Ja, schaffen wir noch einen ganzen Wagen von? Einen ganzen wahrscheinlich nicht, aber einen halben oder so. Super, bist du denn schon Leber? 90. Was? Schon? Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ich geb das. Moment. 94, 95. Also nach der Bahn werde ich wegfahren. 97. Welches Feld war das nochmal? 26 voll. Oder so. 21. 21, ja. Einfach nur den Weg bei dir hoch und links. Den Optum irgendwie geil. Hat so richtig das Gefühl, der hat Power. Vor
allem auch mit den Scheinwerfern, das sieht halt auch eigentlich richtig cool aus. Ja, hat halt irgendwie so ein ganz modernes Aussehen generell. Oh, hier gibt's hier ja bin ich, Palu. Hast ausnahmsweise die Erlaubnis, quer durchzufahren? Ich dachte, hier gibt's nur einen Weg, aber... Ne, da vorne, direkt an der Straße, wäre dir Auffahrt gewesen. Was machst du da? Jede Minute zählt. Eine Minute fahren wir. Los, ich schieb dich schon. Oh, ihr habt aber noch ganz schön was weggeschossen. Ja, wenn die Bahn einmal läuft, dann läuft sie, ne? Also jetzt sind wir schon bei 240 Kubik. Ja, ist ziemlich voll schon, das Silo. Also nach der Bahn ist Ende, würde ich sagen. Dann kann, Leber, dann kannst du dir an die Endserie den Hexer dran machen, würde ich sagen. Der hat die schönste Rückfahreinrichtung eigentlich. Dann stelle ich den Dings, aber schon mal wieder runter, den Ladewagen. Oh. Den und dann fährt ich halt nur Palu ab oder so, dann passt das schon. Also soll ich den hier lassen, den Ladewagen? Ja. Wir fahren einfach diese Bahn hier, Palu, dann passt das schon. Hoffentlich. Ich hab keinen Bock, 15.000 oder so für die eine Stunde zu bezahlen, die wir dann gar nicht mehr brauchen. Ah, der fährt 40, komm, ne, da schafft man einiges, ne? Oh oh, oh oh, 56. Ich fahr schon ja, nicht mehr mit Tempomat, ich fahr schon nur noch Knallgas. Haben wir noch ein Gewicht am Hof eigentlich? Könnte sein. Dann ja, würde ich den Frontlader abmachen. Ein Gewicht ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht bei der Arbeit. Erfahrungsgemäß. Ja, nur irgendwie ist es mit dem Frontlader optisch halt nicht so. Ja, du kannst da. Also ich weiß nicht, ich kenne es zum Beispiel so von unserem Nachbar, der hat das früher auch so gemacht. Das war zwar bloß eine Dreireihe. Ich weiß nicht, wie groß ist denn der? Hier? Ja, im Endeffekt ist es ein Zweireiher, 2 Meter, ne? Der hat's vorne hingebaut. Der hat sich mit einem Hydraulikzylinder vorne noch eine Vorrichtung hingebaut. Weil theoretisch, oder das ist ja der Traktor breiter wie diese Dreireihen. Ja, deshalb ist der ja versetzt angebracht. Genau. Und der hat sich eine Vorrichtung zusammengebaut mit einem Hydraulikzylinder, dass er das von oben vom Traktor steuern kann. Dann konnte er das ganze Gebiss vorne einfach nach links und nach rechts verschieben. Das ist geil. Wo er gefahren ist. Und hat halt das vorne hingebaut und halt immer mit einem Wagen hinten. War noch bevor die ganzen Großhexler gekommen sind eigentlich. Gar nicht so lange her jetzt, dass es das eigentlich so gibt. Ja, das kam ja eigentlich mit diesem großen BGA-Umschwung, ne? Ja, genau. Und wie lange geht das jetzt mit dem BGA? Schon 10, 15 Jahre? So in die Richtung hätte ich jetzt geschätzt, ja. Das sind 10 Jahre bestimmt. Vor 15 Jahren ist das so aufgekommen. So, ich denke, zeitlich kriegen wir das hin. Wenn ich nicht komplett abträumen bin. Hast du noch 2 Minuten? Ja. Und 42 km/h sind ja gar nicht so langsam, also. Ich glaube, ich nehme das große Eco-Gewicht. Ja, welchen Traktor nimmst du da eigentlich? Valtra. Der hat eigentlich genug Power und hat auch Rückfahreinrichtung. Vor allen Dingen mit einer echt guten Übersicht. Jo, und da würde ich sagen, zurückgeben. Gerät wurde zurückgegeben und... Willst du mir jetzt mein Drescher, mein Dreck klauen? Nee, ich dachte, ich stell dir den weg, dann kannst du besser ranschieben. Und zurückgeben. Yay, wir sind unsere Last los. Das war eigentlich ganz schön, das Ding gewesen, aber ja. Ich hatte halt auch Angst vom finanziellen Schaden, ne? Wo ist denn der Optum wieder hingekommen? Der ist schon noch ein Weg nach oben gestellt. So. Muss ich gleich noch schauen, welchen Flug ich für den Optum kaufe. Und dann kaufe ich wahrscheinlich noch einen 6-Char. Und dann kann man nämlich demnächst zu dritt flügen. Oder zumindest zu zweit.
Mal schauen, ob ich wirklich drei Flüge. Ist ein bisschen teuer. Muss halt erst überall nochmal Dünger drauf klatschen. Ja. Aber hab da eigentlich schon ganz gut verteilt, ne? Ja, das ist halt beim Fahren so entstanden. Sieht ganz gut aus, das Silo, würde ich sagen. Hallo, kommst du wieder? Yep. Du fährst auch 10 km/h, oder? Ja. Boah, schon lange nicht mehr geschoben, fällt mir gerade auf. Ah, das wird sich nächstes Wochenende ändern, wenn wir wieder Maisparty haben. Eigentlich kannst du das Maisgebiss auch vorne hinbauen. In eine Kippe hinten hin. Ja, kannst du eigentlich. Teilweise kannst du ja die Kippe auch so noch hinten dran hängen. Ans Gewicht dran. Ja, aber dann lässt du hier einfach schöner fahren und alles handliche. Wenn wir jetzt eh bloß zu zweit sind, das, weißt du, stehst du jetzt eh bloß rum. Der Optum ist einfach schnittig. Ja, aber so ist es auch ganz okay. Dann hast du hinten ein bisschen wenig Gewicht, wenn du kein Gewicht hinten dran hast. Weil der Anhänger ja nicht so viel nach unten drückt. Okay, eigentlich schon, aber. So. Hauen wir mal so hier ran. Das Ganze schon wieder. Ah. Das Problem ist, man muss diese Mischung aus Höhe und Geschwindigkeit treffen, ne? Hey, so. Oder man macht es einfach noch anders und haut einfach drauf, ne? Das ist dann die rabiate Methode. Ja. Das sieht schon gut aus, das Silo. Also, ja, noch nicht richtig gut, aber schon ganz annehmbar. Sieht nur höchstens ein bisschen komisch aus, weil die Silo-Wände hier so schräg sind. Und das kriegt ja der Haufen nicht so ganz hin, ne? Nee. Ich finde auch, dass die recht niedrig sind. Ja. Die Silo-Wände. Ja, ist halt nur so ein kleines Silo für die Kühe, ne? Ist halt jetzt kein riesen BGA-Ding. Ja, du darfst halt nicht voll machen, das oben. Das ist auch ja. 4 Meter. Das BGA-Silo, das ist, da kannst du ein bisschen was reinmachen. Oh, das ist ein bisschen größer. Wobei, das dritte BGA-Silo habe ich mir noch nie angeguckt. Wobei, gegen Palus BGA-Silos, ne? Ja, das ist ja... Ja, ist wieder eine andere Liga. Da verschwindet einfach ein bisschen was drin. Wobei, ich glaube, in denen hier verschwindet 8 gut was. Tut sich auch nicht viel, meinst du? Also was hätten wir reingekriegt? Ich glaube 30 Millionen, ne? Oder sowas? Weiß gar nicht. Haben wir, glaube ich, ungefähr geschätzt, anhand der Größe. Wie ich hier mal das Feld, meinst du, dass es 26 gehäckselt habe und es ins BGA-Silo geklatscht hat, hast du gemeint, da war nichts drin. So wenig Füllstand war das. Welches Feld? 26. Ja gut, ist auch kein Riesending, ne? Ja, aber... Sag ein bisschen was. Generell, die Felder auf der Map hier sind halt nicht die größten. Ja, aber wenn wir oben... Höchstens dann oben die 1 und die 6... Ja, aber selbst die sind halb so groß wie die größten Felder auf Goldquest, ne? Also... Ja. So richtig groß ist das hier halt nicht, aber... Hat man sich ja im Endeffekt bewusst für entschieden. So... Bisschen Geld aufnehmen. Dann können wir nämlich schauen nach einem neuen Flug. Alter. Weißt du, mit wie viel Leistung der Selfort angegeben ist? Das ist der eins größer wie der Lampen, oder? Ja. Lampen.
Also, das ist, glaube ich, schon sehr theoretisch. 300 PS für 6,2 Meter Flug. Ja, Flug ist halt an sich schon ein bisschen anstrengender. Ja. Wie viel Schar hat er? Aber das kannst du halt eigentlich von der Spiellogik her mit dem Case schon ziehen, auch wenn es eigentlich zu viel ist. Ich kaufe den jetzt aber. Ja, mit dem Optum. Ja. Der hat Aber ja in fast echt ziehst 300. du, hängst du vor sowas eine Raupe oder zumindest 39. Kommt halt auch noch auf die Tiefe dann an und alles. Ein Flug geht halt richtig tief rein, ne? Ja, es kommt auch sehr auf den Boden drauf dann. Ja, gut. Hier in LS haben wir eh ganz lockeren Boden. Der zieht sich ja Aber dann reicht seitenweich mir durch. Ja, aber ich würde sagen, trotzdem war's das mal wieder für heute. Hey, ups. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.